Im heutigen Video geht es um die Finanztransaktionssteuer, um hochfrequenten Handel und ich stelle euch auch noch ein Buch vor. Also das heißt hier zum Wochenende drei Dinge auf einmal. Bleib also unbedingt dran. Jetzt geht's gleich los. So, und damit du natürlich auch weißt, wo du bist, mein Name ist Jens Rauber und du bist hier bei Optionsstrategien TV. Und ich habe eine Frage bekommen und als ich diese Frage unter einem YouTube-Kommentar gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich mehr so eine Frage für den Jens Rabe-Kanal. Aber die Frage ist hier gestellt worden, also beantworte ich sie auch hier, weil es hat natürlich auch was mit Optionshandel zu tun. Und zwar hat Eastside 1081 hat gefragt, hallo Jens, du hast ja bereits ein Video zur Finanztransaktionssteuer gemacht. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und fragen, was wäre, wenn eine solche Steuer in entfernter Zukunft so allumfassend eingeführt wird, dass hochfrequenter Handel nicht mehr lohnenswert erscheint und was hätte das für Auswirkungen auf das Börsengeschehen? Vielen Dank, Christian Est. Also, lieber Christian, vielen Dank für deine Frage. Ich lege ganz kurz das Telefon weg und Die Frage muss man ein bisschen aufsplitten. Und zwar zum einen mal, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was ist denn überhaupt hochfrequenter Handel? Ne? Und hochfrequenter Handel, da habe ich schon mal auf dem anderen Kanal vor langer, langer Zeit ein Video darüber gemacht. Und da gibt es auch eine tolle Buchempfehlung und das kann ich euch nur ans Herz legen, nämlich hier dieses Buch Flash Boys, Revolte an der Wall Street. Von Michael Lewis. Michael Lewis ist ein bekannter Autor, hat sehr viel geschrieben, The Big Short beispielsweise auch. Und das ist halt ein Buch, wo relativ gut mal so ein bisschen erklärt wird, wie Hochfrequenzhandel funktioniert. Ne? Und das Buch ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre alt. Ich gucke selber mal nach. Genau, 2014 ist es erschienen. Und es ist aber immer noch absolut lesenswert, weil das, was hier drin beschrieben wird, hat sich in den letzten Jahren nicht etwa verringert, sondern es ist noch viel, viel mehr geworden. Und jetzt will ich ganz kurz erklären, was ist Hochfrequenzhandel? Ihr müsst euch so vor, oder was kommt in die Richtung? Ihr müsst euch vorstellen, dass heutzutage, egal ob wir jetzt über Aktienhandel reden, Futurehandel, aber auch mittlerweile Optionshandel, ein Großteil der Trades, die da stattfinden, nicht mehr von Menschen gemacht werden. Das heißt also, da sitzt kein Mensch mehr da und sagt, hey, ich möchte jetzt das kaufen oder das verkaufen, sondern ein Großteil dieser Trades basiert auf Computeralgorithmen. Und diese Computeralgorithmen sind eben darauf ausgerichtet, in extremst kurzer Zeit Trades zu machen. Jetzt gibt es wieder ganz, ganz viele Unterformen. Ne? Also früher, als das hier losging, was auch hier in diesem Buch noch beschrieben wird, ging es hauptsächlich darum, dass man sich vor die Orders von anderen gestellt hat. Ne? Also wenn wir hier, aber auch ein Fondsmanager in New York oder in London oder Frankfurt, wenn der irgendwie auf den Knopf drückt und eine Order absetzt, seine Order an der Börse ist, hat sich ein Computerprogramm quasi schon davor gesetzt und nimmt ihm 1-2 Cent Spread weg und gibt, das machen die Millionen mal am Tag und deswegen ist das hochlukrativ. Das war also das, was am Anfang so war mit High-Frequency-Trading. Mittlerweile ist es eben so, dass diese Algorithmen auch sehr viel selber entscheiden, was sie da tun und deswegen funktionieren gewisse Dinge nicht mehr. Also beispielsweise weiß ich von vielen wirklich professionellen Händlern, dass sie sagen, ja, News Trading, das kannst du mittlerweile eigentlich als Privater gar nicht mehr machen. Warum? Wenn beispielsweise heute die Federal Reserve eine um 20 Uhr ein Statement veröffentlicht, dann schauen sich das ja viele Trader an und handeln das dann. Ne, und sagen, okay, es geht in die Richtung. Die Algorithmen sind aber so schnell, also das erscheint auf der Webseite und in dem Moment haben die das gelesen, haben das ausgewertet und setzen den ersten Trade rum. Also das heißt, das geht in dieser Zeit, wo die das machen, hast du noch nicht mal auf das PDF geklickt und hast das aufgemacht. Und das ist jetzt nur ein Punkt, was Algorithmen machen, auch noch ganz viele andere Dinge. Und wir sehen das sehr häufig, die werden genutzt, um Nachrichten auszuwerten. Es gibt Algorithmen, die werten aus, was Donald Trump auf Twitter schreibt. Also das ist noch nicht so richtig im Twitter-Feed erschienen. Dann entscheiden die Algorithmen schon, gehen sie jetzt long oder short, hauen sie jetzt auf den Markt oder kaufen sie jetzt den Markt. Also eine ganz verrückte Sache. Ne? So. Das gibt es immer mehr. Jetzt muss man, das kann man darüber sagen, das ist schlecht oder das ist nicht schlecht, ne? Spielt erstmal keine Rolle. Fakt ist, es ist da. Also musst du damit umgehen. Und damit umgehen kannst du mit verschiedenen Dingen. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch hier im Optionshandel, bitte handelt immer nur mit Limit Orders. Ne? Niemals eine Market Order reinschmeißen, sondern immer mit Limits arbeiten. Punkt Nummer zwei, und das betrifft vielleicht jetzt auch die Aktienhändler oder auch die, die Aktien mit Optionen verbinden, je längerfristig euer Horizont ist, umso besser.
Also das heißt, ich nenne es jetzt mal, die Kurzfristdattler haben es immer, immer schwerer. Je längerfristig du auch gerade als Privater, als Unternehmer, Selbstständiger, leitender Angestellter, der sich mit Finanzen beschäftigt, wenn du Erfolg haben willst, je längerfristig du das Ganze betreibst, umso weniger ist der Einfluss dieser ganzen Industrie, dieser ganzen Algorithmen und so weiter. So, jetzt aber zur Frage der Steuer. Und da, lieber Christian, muss ich dir sagen, du hast ja gesagt, okay, es gibt eine Finanztransaktionssteuer, ne, die gibt es ja hier in Deutschland, gibt es auch in anderen Ländern so ähnlich. Und was wäre denn, wenn die Steuer mal so weit getrieben wird, dass zum Beispiel dieser Hochfrequenzhandel nicht mehr lohnt? Und da muss ich dir ganz klar sagen, das wird nie passieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Alles, was extrem lukrativ ist, wo wahnsinnig viel Geld dahinter steckt, gegen solche Sachen werden niemals Gesetze gemacht. Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht anhören, es ist aber einfach die Realität. Weil wir haben ja jetzt beispielsweise, gibt es ja auch schon wieder neue Gesetze. Ne? Also unser Finanzminister Scholz hat ja zum Beispiel auch sich überlegt, er möchte ja auch eine Aktiensteuer einführen mit der Begründung, dass es eben solche Auswüchse wie beispielsweise jetzt im Jahr 2008 in der Finanzkrise nicht mehr gibt. Und deswegen sagt er, okay, dann machen wir eben hier eine Steuer, wie auch immer er die dann nennen mag. Ne? Und das Ding ist aber folgendes, was wird besteuert? Es werden Aktientransaktionen besteuert und ausdrücklich keine Derivate. Und Derivate waren genau der Verursacher. Und warum werden die denn nicht besteuert? Ne? Das ist ja nicht, man denkt immer, ja, ist der blöd oder so. Das ist jetzt eine andere Sache, aber nein, blöd sind die nicht. Ne? Sondern weil die Lobby, die hinter solchen Produkten steckt, so groß ist, dass solche Gesetze niemals reinkommen. Und ihr müsst euch mal immer überlegen, alles, was an Steuern kommt, dient immer nur dazu, dem Staat Geld zu beschaffen und nicht zwingend der Gerechtigkeit. Auch wenn das jeder Politiker behauptet, dass Steuern eingeführt werden wegen Gerechtigkeit. Ne? Das hat damit nichts zu tun. Und deswegen wird es meistens den Leuten weggenommen, die sich nicht wehren können. In den meisten Ländern dieser Welt ist das eben die Mittelschicht. Und es gibt ja jetzt schon jede Menge Gesetze, die vordergründig so scheinen, das ist gegen die Spekulanten, das ist gegen die, das ist gegen jene. Aber im Endeffekt ist es immer nur eine Bestrafung der Mittelschicht, weil wenn du eben etwas vermögender bist, wenn du eine Konzernstruktur hast beispielsweise, dann kannst du sehr viele der Gesetzmöglichkeiten, die es heutzutage gibt, nutzen, um deine Steuern dramatisch runterzudrücken. Und wenn unsere Politiker immer sagen, dass zum Beispiel so Firmen wie Apple oder Google oder auch Amazon, dass die in Europa eben so gut wie keine Steuern bezahlen, ne, dann kann das von diesen Unternehmen durchaus moralisch verwerflich sein, aber die haben die Gesetze nicht gemacht. Was die allerdings machen, und das machen alle großen Konzerne, die lobbyieren natürlich solche Gesetze. Das heißt, es gibt große Lobbygruppen, die immer solche Gesetze dann auch verhindern oder auch Gesetze durchsetzen, die tendenziell eher den Mächtigen, den Reichen, den Konzernen helfen. So, und deswegen wird es keine Börsensteuer wie auch immer geben, die diesen Hochfrequenzhandel sabotiert. Warum? Dafür ist er einfach zu lukrativ. Dafür wird einfach zu viel Geld damit verdient und du würdest ja quasi Firmen besteuern, also eben jetzt große Investmentbanken und so weiter, die wirklich so viel Geld in Lobbyarbeit stecken können, um das Ganze zu verhindern. Und dann, deswegen kommen dann immer solche Steuern am Ende heraus, die nichts bewirken, außer eben, dass der Staat wieder Geld einnimmt und quasi der Mittelschicht wieder was wegnimmt. So, und deswegen brauchen wir uns mit dem Thema an sich gar nicht zu beschäftigen. Was wird passieren, wenn es keinen Hochfrequenzhandel mehr gibt? Solange es Computer gibt, wird es diesen Hochfrequenzhandel in der einen oder anderen Art und Weise geben. Und selbst wenn man ihn verbietet, ne, was gibt es vielleicht auch immer in Amerika irgendwie mal Interessen daran, dass man das verbietet, dann wird es Wege geben, dass der über eine andere Art und Weise wieder eingeführt wird. Ne? Und da gibt es eben viele, viele verschiedene Dinge. Wir hatten jetzt 2 Tage Seminar hier und ich habe auch hier den Teilnehmern mal gezeigt, dass zum Beispiel diese ganzen Verbote, die es immer mal gibt, ne, alles nur Augenwischereien sind. Also Leerverkaufsverbot kannst du ganz locker umgehen, das kann ich sogar machen. Da muss ich jetzt kein Goldman Sachs sein oder jemand. Ne? Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Und deswegen wäre es besser, dass es diesen Hochfrequenzhandel nicht gibt?
Vielleicht, aber die Frage stellt sich nicht. Und jetzt kommen wir wieder so auf das Denken eines Investors, Mindset Neudeutsch. Ne? Du musst einfach sagen, okay, es gibt gewisse Umstände, die mögen nicht gerecht sein, hat aber auch niemand behauptet, dass es gerecht ist und dass es gerecht in der Welt zugeht. Und jetzt ist einfach nur die Frage, willst du das Ganze nutzen? Ja, willst du sagen, okay, ich nutze das für mich, beziehungsweise ich arrangiere mich damit? Oder aber sagst du, ich meckere darüber und jammere und kann ohnehin nichts ändern? Und so ein bisschen ist das wie mit dem Wetter. Ja? Wir Deutschen sind ja die Weltmeister im Schimpfen. Und da ist es unter anderem ja auch so, dass wir dann sagen, ah, jetzt wird das Wetter wieder, ne? Es wird wieder Herbst, es wird wieder kalt, oh, jetzt regnet es wieder so viel. Und jetzt musst du einfach dir Folgendes überlegen. Wird durch dein Gejammer, durch dein Schimpfen, wird da irgendetwas am Wetter besser? Nein, wird es natürlich nicht. Und deswegen, du hast genau zwei Möglichkeiten. Du akzeptierst das Ganze, arrangierst dich mit dem Ganzen, sagst, okay, muss ich halt eine dicke Jacke anziehen und muss eben damit leben, dass es in Deutschland ab und zu mal regnet. Oder du sagst, nee, ist nichts für mich und du ziehst in ein anderes Land. Aber dazwischen gibt es keine Wege. Ne? Bloß durchs Jammern wird es halt nicht besser. Und deswegen, lieber Christian, tolle Frage, also ganz großes Lob an dich, dass du auch gerade hier in dem Kanal die Frage gestellt hast. Aber wir müssen uns an sich mit dieser Frage nicht beschäftigen. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Da geht es wieder mehr um das Thema Optionen. Und noch ein Hinweis, wir werden hier die Aktivitäten ein bisschen runterfahren in dem Kanal. Das heißt, wir werden nur noch ein Video in der Woche, das aber dann relativ optionsspezifisch. Ansonsten empfehle ich euch, wer hier ist, geht auch mit rüber in den Jens Rabe Kanal und schaut euch das da aber mit an. Da gibt es nach wie vor 3 Videos in der Woche. Und wenn du jetzt sagst, hey, wie ist das alles? Wie kann man Optionen, wie kann man Aktien, wie kann man das alles miteinander verbinden? Ich will mich da auch quasi mit diesen steuerlichen Sachen ein bisschen besser arrangieren können. Ich will auch denken können wie ein Investor. Dann steht nach wie vor das Angebot. Hier unten ist ein Link, optionsstrategien.com/termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch und mein Team und ich, wir zeigen dir dann mal auf, wo du gerade stehst, was es für Entwicklungsmöglichkeiten gibt und wir prüfen, ob du dafür eine Zusammenarbeit in Frage kommst. Bis zum nächsten Video, dir alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.